Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu AirPods CEO. Holy shit, was kommt da für eine Maschine an? Okay. Damit habe ich nicht gerechnet jetzt. Aber wie es scheint, haben sie uns diesmal eine andere Maschine geschickt. Keine Concorde noch. Ach du heilige Scheiße. So, ich habe auch in der Zwischenzeit bemerkt, auf einmal sind hier Leute gestanden, die nicht rauskamen. Ich habe das dann mal hier aufgemacht zur Sicherheit, falls sozusagen da ein Bug läuft oder sowas. Ach, guck mal, da kommt jetzt auch die große Bahn an. Okay. Okay, die haben große Gepäckstücke jetzt dabei. What? Oder sind das Container voll mit Zeug? Kann das sein? Dass die Container verladen? Okay, was ich hier jetzt noch gerne machen würde, wäre eine Warteschlange. Aus dem ganz simplen Grund... Und zwar das, wenn die da anstehen, nicht so blöd rumstehen, sondern in einer schönen Reihenfolge. Ich hoffe, dass das reicht. Wir werden es sehen. Jetzt steigen die alle hier ein. Zu wenig große Fahrzeugschlepper. Brauchen mehr wie ein Fahrzeug, Servicefahrzeuge für Bordverpflegung. Okay. Bordverpflegung. Dann kaufen wir davon nochmal 4. Davon kaufen wir nochmal 2. Kaufen wir noch ein Enteisungsfahrzeug und 2 große Schlepper. Ich hätte gerne noch 2 von euch. Holy shit, das Ding ist ja riesig. Schau dir diese Maschine an. Neue Produkte sind angekommen. Zum Glück haben wir so viel Platz. Zum Glück haben wir so viel Platz, ey, im Ernst. Und schön, wie viele Flugzeuge kommen denn da jetzt täglich? Okay, die haben ganz schön viele Flugzeuge. 2 der großen Klasse. Ich glaube, wir können sogar hier noch die nächste... Ding öffnen. So, jetzt würde mich interessieren, wie viel kann ich denn hier noch anschließen? Da wird eine große Parkposition. Ich kann noch genau eine große anschließen. Perfekt. Das ist perfekt, dass das noch funktioniert und Platz hat. Dann haben wir schon mal 3 große Flugzeuge, die hier jeweils starten und landen können. Wir haben die Zollstelle, die hier arbeiten sollte und funktionieren sollte. Geht die jetzt eigentlich dann hier durch? Müsst ihr dann durch die Zollstelle auch rein? Oder geht ihr nur durch die Zollstelle raus? Das will ich jetzt beim nächsten Flugzeug auf jeden Fall mir mal anschauen. Was ich weiß, dass diese Dinger unendlich viel Treibstoff fressen. Wartet ihr schon auf den nächsten Flieger? Seid ihr nicht ein bisschen früh dran? Ach ja, die gehen doch die Zollstelle durch. Also scheint es so, als ob die Zollstelle hier doch wichtig ist. Dann ist das jetzt hier die Zollstelle. Es sind für jede Richtung. Okay, für eine mehr fürs Raus, aber ja, wir können ja sonst hier jederzeit erweitern. Das sollte ja nie das Problem sein.
Mit der Zollstelle war ich so ein bisschen kurzzeitig überfordert. Es könnte natürlich sein, dass das jetzt ein Engpass in Zukunft für uns wird. Alter, hier steht einfach eine Concorde an. What the fuck? Also ein bisschen verwirrt bin. Ich weiß nicht, wie ich das Flugsystem machen soll, ne? Okay, jetzt steigen die alle aus. Sind natürlich ordentlich viele Menschen jetzt. Ja, die stellen sich schön an. Perfekt. Ihr wartet jetzt alle auf den Kontrolleur noch. Ne, ihr geht schon in die nächste Reihe. Warum arbeiten hier zwei? So. Ich finde es interessant, dass die Großen noch die Kleinen verwenden in dem Fall. Aber wie viel Treibstoff das Ding braucht? Wohin fliegt denn das Teil eigentlich? Auch vom Flughafen Kreuzberg Süd nach Mehrabad International Airport. Respekt, okay. So, okay. Wie gesagt, die Kleinen würde ich gerne loswerden. Ich würde alle Verträge gerne mit kleinen Flugzeugen brechen. Da kommt wieder so eine fette Maschine. Holy shit, wo kommt die hier? Die kommt aus Irland, oder? Nee, Dublin. Aber ist doch Irland, ne? Ist Irland, ja. Und kommt nach Kreuzberg Süd hier in Salzburg. Der andere wartet schon, dass er wieder runter nach... Wo ist denn das eigentlich? Nach in den Iran fliegen kann, okay. So, beide Treppen anschließen. Klack, klack. Jetzt steigen alle aus. Das sind natürlich auch wieder... Oh, Alter, wie viel passen da rein? Oh, es ist 97. Hm, schön. Wir müssen sie jetzt alle anstellen. Aber wir scheinen, wie es ausschaut, genügend Platz zu haben. Na, nicht ganz. Okay, sie stellen sich aber auch nicht unten an. Ich erfasse die Immigration in Amerika. Wenn du Einwohner bist oder Green Card Holder, dann hast du eine verdammt kurze Schlange. Wenn du das nicht bist, dein Problem. Dann wartest du 4 Stunden, wenn du nicht schnell bist. Und ja, ich weiß, von was ich hier rede. Ich habe das alles schon mitgemacht in dem Fall. Ich hatte meine Green Card damals und hätte nach Amerika ziehen dürfen. Und es war echt cool, wenn du am Flughafen standest und nicht 4 Stunden wartest, sondern nur 5 Minuten. So. Das ist ein kaputtes Flugzeug, okay. So, du kriegst von mir jetzt die Gepäckstation noch angeschlossen. Perfekt. Wie viel ist das? Aber wenn es dann... Darf ich dann immer nur 3 maximal anschließen? Oder verteilt sich das jeweils, wie es aussieht? Ich glaube, es verteilt sich. Oder ich kann 6... Also so ein Terminal könnte ich mit einer Anlage betreiben. Was mir noch wichtig ist, ich muss hier unten unbedingt die Wände wieder schließen. So. Der große Boomer ist wieder unterwegs. Die bringen natürlich jetzt um einiges mehr Verkehr auch rein, ne? Aber man sieht schon, da ist viel auch. Da wird auch viel los sein, wenn wir noch den nächsten Terminal errichten. Das wird nochmal ein heftiger Schlag. Und du überlegst allein, was immer wieder zwischendurch ein paar Flugzeuge anrichten können. An Aufwand. Ich würde gerne versuchen, in Zukunft die Kleinen abzubauen, hier mit drauf zu legen und dann in Zukunft alles auf die zu legen. Aber das muss man natürlich erstmal versuchen zu machen.
viel haben wir? 600.000. Können wir dann den Baumodus für geplante Objekte? Noch wieder eins zu hoch, ne? Baumodus für geplante Objekte. Ja, legen wir das erstmal los. Ich fange erstmal langsam an. Das dafür haben wir kein Geld mehr. Holy shit. Gut, dann haben wir nicht alle Anschlüsse auch dran. Weil die sollen jetzt erstmal hier anfangen, die Start- und Landegebiete zu bauen. Weil wenn wir das hier rausbauen können, haben wir schon mal einiges geschafft. Ja, schau dir an, wie die Borddinger hier ran und raus fahren. Hier geht's nur ab. Da ist schon wieder der Haupttank nur noch dran. Das könnte bald echt teuer werden. Da musst du dir anschauen, wie oft die da ankommen. Der Müllplatz ist auch Lager voll. Ah, jetzt hat holt er ab. Schauen, das ist der Abholservice. Staut das hier? Scheint fast so, ne? Alter, schau dir an, wie viele Menschen hier rumlaufen, dass das Spiel nicht crasht. Ist ja eigentlich schon erstaunlich, ne, dass das Spiel hier nicht einmal crasht. Wir bauen hier mit hunderten Leuten den Flughafen aus, die ja auch dauernd das Zeug holen, wie eine Ameisenfamilie. Währenddessen laufen hier hunderte von Leuten rum. Auf was wartet ihr eigentlich? Fußgängerweg. Wie es ausschaut, ist das eine Sache, die aktuell fehlt. So, Crosswalk. Also, dafür muss ich jetzt den Crosswalk löschen, ne? Wir wollten ja auch noch das unterirdische Parkdeck bauen. Das müssen wir auch noch machen. Wird auch noch sehr, sehr spannend. Das werden wir wahrscheinlich hier ansetzen und dann unten rumfahren und hier wirklich ein fettes Ding aufbauen. So viel, was hier passiert, das ist brutal. Dich würde ich gerne umsetzen. Ich würde dich gerne, weil du bist die Subway Station, ne? So, schauen wir mal, Subway. Und nicht mal der Subway, wo man schön sich Essen holen kann. Das ist die U-Bahn einfach nur. Way. Kann ich einfach, damit es cool ausschaut, hier so Straße ranbauen? Im Sinne von, dass das sozusagen ein Flughafen wird. Ah, dann muss ich die Subway Station rein, theoretisch. Hier drüben dran setzen. Weil dann kann man das auch wegreißen und dann hier einen Zaun noch dran ziehen. Sonst schaut nichts, schaut es ja nicht passend aus. Dann schließen wir das alles noch da drüben an, dann machen wir hier irgendwie einen Überweg dran. Ja, die müssen jetzt erstmal hier anfangen zu bauen. Die haben hier richtig viel zu tun jetzt. Wo
Wo sind meine Ameisen? Lauft, meine kleinen Ameisen. Wie schaut es aktuell mit der Belegung aus? Kann ich es mir leisten? Irgendwie einen Flug. Mit welchen stehen wir denn ganz schlecht? Mit Maple Air stehen wir aktuell. Ne, mit OK Air eigentlich. Können wir einen Vertragsbruch mit OK Air machen? Wirtschaft wahrscheinlich, Verträge. Maple. Wenn du einen aktiven Vertrag kündigen möchtest. Gibt es da irgendwelche Haltefristen? Vertrag unterschrieben am Tag 3, Jahr 14. Stornogebühr fallen an. Bloß wie viel? Ich habe mit einfach storniert. Kann ich storniert, wenn da aktive Flüge gibt? Kann ich irgendwie Maple Air rausschmeißen? Ich frage von denen einfach extrem hohe Gebühren. Ich bin ein Angebot senden. Gelind. Ich will diesen aktiven Vertrag kündigen. Wir machen automatische Verhandlungen an. Und ich hätte gerne euch hier noch ein Vertragssystem drin. Wenn wir jetzt schauen, sollten unter den großen Fliegern mehr drin sein. Weil aktuell schauen wir auch, wie ruhig das ist. Ist ja gar nichts. Auf, dass sich das bald ändert. Na, schauen, wenigstens das ist bald fertig gebaut. Dann haben wir schon wieder genug Geld, um weitere Sachen aufzubauen. Wie viel kostet mich denn die Straße nach da oben? Wie viel würde die denn kosten? Na, über 200.000. Ich sag mal irgendwas mit 250 wahrscheinlich oder sowas. Ja, 250 werden wir hier unten wahrscheinlich ankommen insgesamt am Preis. Na, fast. Ja, 251. War nah dran. Fangen die instant an hier zu bauen? Lol. Ich mache keine Reihenfolge irgendwie, ne? So, ich würde hier gerne den Zaun jetzt einfach ziehen. Und dafür fehlt mir das Geld. Scheiße. Haben wir keine großen Flieger, die aktuell landen? Doch hier. Ah, der startet durch. Tschüss. Was ist jetzt schon wieder passiert? Da passiert irgendwas. Vertragsverhandlung. Vertrag, Verträge, offene Verhandlungen. Bitte prüfen Sie Ihre Verträge. Außer, du hast noch 5 Punkte im Verteiler. Ich habe doch gesagt, Sie sollen es automatisch verhandeln. Habe ich irgendwann von Maple Air mal kein Flugzeug am Flughafen? ...17 Uhr, schaut gut aus. Heute ab 17 Uhr können wir Maple Air kündigen. Flug annullieren, ja. Schreibt euch 17 Uhr hinter die Ohren. 17 Uhr verkündigen wir Maple Air heute. Dann ist die Zeit mit Maple Air auch vorbei. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.
Everything changes.